Kannst du mich hören, Erlöser? Nördlich von Inur gibt es einen tiefen, dunklen See. Unter seiner düsteren Oberfläche schlummert seit 1000 Jahren ein böser Dämon. Jetzt ist die Bestie aufgewacht. Wir stehen an der Schwelle. Du bringst mich zum Lachen, Schwächling. Keiner kann mich jetzt noch aufhalten. Ein armseliger Mensch? Schon gar nicht. Sag mir, Melsas, wenn die Menschen so schwach sind, wie kommt es dann, dass sie dich am Leben halten können? Verstehst du das nicht, Zauberer? Die Menschen sind schon lange wertlos für mich. In meiner Realität sind sie mir nur noch ein Dorn im Auge. Bald werde ich... Warum kicherst du, alter Mann? Machst du dich lustig über mich? Ich lache, weil... Du Angst hast, du redest von ihrer Vernichtung und fürchtest dich doch vor ihrer Stärke. Warum sonst willst du mich an der Verbreitung der Erlösungsnachricht hindern? Gib es zu, du Feigling. So grausam bin ich nicht, dass ich einem Sterbenden die letzte Hoffnung raube. Glaube, was du willst, Lars. Aber erzähl mir doch von dem, den ihr Erlöser nennt. Wie heißt er oder sie? Und da verschwindet er, ohne eine Information zu bekommen. Meine Zeit in dieser Welt ist zu Ende, Erlöser. Aber ich habe meinen Auftrag erfüllt. Jetzt kennst du die Macht, die du besitzt. Höre mir gut zu, Erlöser. Reise nach Inur. Benutze deine Macht, den Dämon zu zerstören. Ich reise jetzt in die nächste Welt. Erlöser. Lernt man einen netten Typen kennen und schon krepiert er, glaube ich schon. Schätze mal, dass er krepiert. Heute ist es Lars. Morgen bist du dran, Erlöser. Danach kommt das Ende der Menschheit. Das ist Bestimmung. Das ist Schicksal. Na, das nenne ich mal ein unfreundliches Erwachen. Wir müssen hier raus aus diesem Raum. Na, die Tür hat sich verklemmt. Na, super. Na, jedenfalls hat dieser Riss hier ein großes Loch bewirkt, dass wir hier durchgehen. Ich will hier durch. Wetter! Nein! Haltet euch fest! Ich habe dieses Schiff schon durch schlimmere Stürme gebracht. Nein! Hört auf den Captain! Die See wird es nicht schaffen, den Klag zu zerstören. Captain! Wir steuern direkt auf das Riff zu! Festhalten, liebe Mutter Gottes, wir... Das Schiff ist im Eimer. Was ist mit uns passiert? Wir sind tot! Game zu Ende! Game over! Aber nein, wir haben mal wieder mehr Glück als Verstand. Und landen am Strand, im Land, im Sand. Mann.
bist wach. Das ist ein Fortschritt. Das ist gut. Ich dachte schon, du würdest nie mehr aufwachen. Verstehst du, was ich meine? Mein Name ist Jess. Ich bin der Schwertschmied von Inua. Ich fühle dich ganz gut und kann mir meine Zeit selbst einteilen. Nichts Besonderes. Wie heißt du, Alundra? Komm ich deine Bekanntschaft zu machen, Alundra? Du warst doch an Bord der Klack, oder, Alundra? Du kannst von der Glück reden, dass du noch am Leben bist. Verstehst du, was ich meine? Die Stücke, die ich noch vom, Schiff gefunden habe, waren nicht größer als meine Faust. Aber lass uns nicht davon sprechen. Reden wir über dich, mein neuer Freund. Du kannst bleiben, bis du wieder ganz gesund bist. Ich lebe allein. Wenn du gehst, werde ich wieder ein einsamer, fetter, alter, fetter Mann sein. Aber deswegen sollst du dir keine Gedanken machen. Oh je, das hätte ich fast vergessen. Das Buch neben dem Bett, ein ganz besonderes Tagebuch. Willst du es benutzen? Okay. Ich habe es mal für mich gekauft, aber es steht immer nur, ich habe heute ein Schwert geschmiedet drin. Hey, und da sind wir wieder. Endlich können wir uns wieder bewegen. Und jetzt speichern wir. Und dann ist es, glaube ich, auch schon das Ende dieses Parts. Aber doch irgendwie durch Glück überlebt. Die Geschichte wird gespeichert. Geschichte erfolgreich gespeichert. Hooray. Okay. Ich mache jetzt erstmal eine Pause und wir sehen uns bald wieder. Bis dann.